Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der Jule. Moin. Auf dem Weg zum großen Finale, sozusagen. Bis wir umziehen. Bis wir umziehen, wir ziehen nicht um. Achso, du meinst im echten Leben umziehen, ja. Ja, ja. Du hast das jetzt in jeder Folge gesagt, ich dachte, es wäre gut, wenn wir es jetzt nochmal sagen. Ja, ist okay, ich dachte... Ich hab nur gerade gedacht, du meinst im Spiel umziehen. Also im Spiel ziehen wir nicht um, aber dafür im echten Leben. Gott sei Dank. Und das ist auch, hat man ja schon mal gesagt, der Hauptgrund, warum wir dann hier das Multiplayer-Let's Play sozusagen pausieren. Weil die Stable kommt ja jetzt eh raus in 1, 2, 3 Tagen. Dann würden wir sowieso aufhören hiermit. Und dann fangen wir nach unserem Umzug irgendwann damit neu an. Ganz gechillt. Ölschiefer abbauen und das sammle Sand 1000 kleine Steine, sammle Eisen, Blei, Kohle, Nitrat. Ach, Ölschiefer muss man 1000 abbauen. Ja, ich glaube. Nee, nicht ich glaube. Ich hab's gelesen. Ist ja gut, ich sag ja schon nichts mehr. Also Steine bräuchte ich gar nicht mehr so viele. Kannst du ja in diese Challenge da reingucken. Ich habe übrigens den Whitelist, den Bewerbungskanal für die Server erstellt. Ach ja? Im Discord. Ja. Weil ich zum Start der Stable werde ich ja beide Community-Server dann resetteln und dann lasse ich die nur noch mit Whitelist laufen. Also wer Lust und Laune hat, auf einem Community-Server zu spielen, der darf gerne die Videobeschreibung schauen. Da ist ein Link zum Discord drin. Da werdet ihr fündig. So, jetzt gucke ich auch mal meine Challenge. Ach, guck mal hier. Ölschiefer. Einlösen. Und das hier. Betritt die Wüste. Einlösen. Geh in den Schnee. Einlösen. Mittellanger Überlebender. Überlebe insgesamt 14 Echtzeitstunden. Das habe ich gerade so geschafft, bis ich das Plüschtier gesehen habe. Ja, wir müssen mit Whitelist arbeiten müssen. Das war ja klar. Ich meine, das ist zwar ganz lieb und nett für jeden hin zum Kunst, dass die dann auf diesem Server können und mitspielen können, ne? Aber es gibt halt so viele Vollidioten. Ja. Die gibt's leider. Ja. Wir haben es ja auch von anderen gesehen. Oh, abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich hatte dir ja auch erzählt, dass die auch nur noch mit Whitelist dann. Der Stängi, ja, ja. Ja, nicht nur, aber zum Beispiel, ja. So. Also ich habe 7000 Ölschiefer. Ja, schön. Knapp 7000. Wird reichen. Willst du noch ein bisschen abbauen? Ja, ich möchte auch gerne das Achievement voll haben, Hase. Ach so, du hast die 1000 noch nicht. Ich dachte, du hättest die schon. Nö, deswegen klöpp ich hier noch ein bisschen. Verstehe. Ja, dann klöppel du noch ein bisschen da rum. Ich fahr mal da rüber in die Stadt. Wo ist mein Moped da vorne? Oder obwohl, brauchen wir noch Nitrat? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier ist Nitrat. Dann baue ich noch ein bisschen Nitrat ab. Wofür? Bist du deine... Einfach so, weil es geht. Kiespulver? Ach nee, es geht ja nicht. Achso, ich sollte noch mal gucken. Mir wurde gesagt, ich hätte mich verguckt, ja. Chemiestation müssten wir auch bauen. Ich weiß nicht, ob du die schon kannst. Ich habe auf jeden Fall gesehen, ist egal, Chemiestation. Die Station. So. 33 von 50. Leider nein. Da wird das aber schwierig mit dem Benzin. Ah jo. Dann habe ich die Autos abgebaut und alles vollgetankt und keine Ahnung. leider. So. Oh. Bist du raus? Nein. Siehst du mich? Achso. 25 Meter Hase, du müsstest mich doch sehen. Ist schon schwierig.
Verstehe das. Ich verstehe das. Es ist warm. Ja, es ist auch warm. Wo ist denn unser Bett? Im Osten, wie immer. Nicht da reinfahren. Rocky ist müde. Ja, ich bin auch müde. Du bist immer müde. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin nicht immer müde. Nein? Nein. Nein? Nein. 33 von 50. Ja, dann brauchst du ja noch ein paar Forger-Head-Bücher, oder? Ajo. Das könnte knapp werden. Ja. Weil du hast ja dann, also du hast dann zwar die Chemiestation, aber du musst ja auch erstmal alles Mögliche dann herstellen. Das frisst ja auch nochmal Zeit. Das läuft ja da auch irgendwie 20, 30, 40 Minuten durch. Also, Ja, klar. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die noch so viele Bücher braucht, die Chemiestation. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, den Zementmischer haben wir fertig, aber der Rest nicht. Hm. Also den... Ja gut, dann fahren wir jetzt halt nach Hause und dann basteln wir den Zementmixer. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Beton anschmeißen. Ja. Ich wollte ja auch noch an der Base ein bisschen umbauen. Du wolltest umbauen, genau. Ein paar Kleinigkeiten wollten wir da noch machen. Na, dann gebe ich jetzt Vollgas auf nach Hause. Wie viel hast du denn drin? 52%. Mhm. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Huch. Wird schon werden, wird schon irgendwie hinhauen. Mo's Groceries. Ja, Mo hat einen Laden. Mo hatte, ja, das ist eigentlich, ist das ja Mega Crush Bernd. Aber der hat wohl ein Geschäft gehabt, der war fleißig, der war früher selbstständig. Bevor die Apokalypse kam, war Bernd selbstständig. Okay. So, fahre ich jetzt links oder rechts ums Gebirge? Ich glaube, links ist kürzer. Probier auch mal aus. Wird schon werden. So, ja, stimmt. Was denn? Da kommt ja noch ein Gebirge. Ja. Kacke. Nee, so Stein, aber... Ja, aber es ist blöd, dass es da ist, es ist ein Weg. Immer diese fiesen Gebirge. Können die nicht mal rübergehen? Ja, oder wenigstens so schön irgendwie ein Talform für uns. Weißt du, so als wenn wir halt das Wasser teilen und dann fahren wir da einfach durch. Da sehe ich aus wie Moses, habe ich Latschen an. Läuft hier eine Ziege hinterher, wächst mir Gras aus den Taschen? Ja. Mhm. Interessant. Wieso? Wusste ich gar nicht. Naja, aber gut, wenn du das sagst, dann. Ja, weil du hast, die anderen Aspekte hast du vergessen, die sind halt nicht ohne. Mhm. Ja. Sieht aber fast so aus, als käme da noch ein Gebirge. Oh nee. Gleich. Nee. Naja, jetzt geht's erstmal quer hier durchs, durch den verbrannten Wald. Okay, verbrannt ist ja okay. Da kann man schön durchfahren. Zerstört ist halt kacke. Ja, das stimmt. Verbrannter Wald ist gut. Da kann man gut heizen. Es ist doch schon verbrannt. Ich weiß nicht, ob das noch brennt. Ich meine, mit dem Motorrad heizen. Ach so. Mhm. I understand. Ja. Du lang, du bist da lang. Ich bin einfach geradeaus gefahren, einfach Richtung Bett. Weiß doch, den Weg zum Bett finde ich doch immer. Ja, den findest du auch sehr schnell. Wie weit hast du noch? Ich weiß es gar nicht genau. 3,5 Kilometer oder so irgendwie, ich weiß es nicht genau. Na, die Quest ist doch bei uns zu Hause. Ja, deswegen sag ich ja 3,5 Kilometer. Oh, 3,3. Und wie viel Sprit hast du noch? 32%. Okay. Ansonsten bin ich ja hinter dir. Ja, hier ist jetzt auf einmal eine Straße. Und da sind doch dann Autos, oder? Ja, aber ich habe jetzt nicht angehalten, bin einfach weitergefahren. Okay, so. Huch. Da war ein Eisenklumpen im Weg. Hat bestimmt schön Kloin gemacht. Hat's auch. Mhm.
War witzig. So, jetzt fahren wir hier einfach rechts an den Berg vorbei. Oder fahren wir links drüber? Ich glaube, ich fahre links drüber. Das sieht doch hier einigermaßen flach aus. Jetzt das Lesen. Oh oh. Ach Gott. Was ist oh oh? Ist doch nicht mehr so flach halt, wie es eben aussah. Kriegt ihr echt so? So, schauen Sie mal drüber. Geil. Ui. Vollgas. Yay. Achso, was? Aua. Boah, bin irgendwo gegengefahren. Hat ein bisschen wehgetan. Wie viel Prozent hast du denn noch unten? Und die rote Leiste. 47. Oh Gott. Ja, aber ich habe nur noch 2 Kilometer bis nach Hause. Naja. Das könnte sehr schaffen. Das könnte man schaffen, ja. Oh, bin wieder über eine Mine gefahren. Es hat einmal Klick gemacht und dann hat es explodiert. So, 14%. Wird knapp, aber ich glaube, ich schaff's bis nach Hause. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich hinter dir, ich hätte auch Sprit. Aber könntest du es auch anhalten und dir ein bisschen was abbauen? Hier baust du nichts ab, hier ist kein Auto. Ah, ja gut, jetzt komme ich hier an eine Straße, aber ich fahre da jetzt geradeaus weiter. Ja. Hab noch 11%, das wird schon reichen. Na klar. Das muss reichen. Wird schon passen. Ach, das reicht. Ja, klar, das reicht. Ja, tut's auch. Ah, habe ich was anderes gesagt? Ja, du stellst das so ironisch dar. Nö. Ich weiß gar nicht, was Ironie ist. Also. Okay. Oh, 6%. Ich glaube, diese Straße hier bist du auch gefahren. Das ist ganz schön steil. Guck mal hier. 4% habe ich noch und bin zu Hause. Ja. Weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme. Du musst ja nur einfach geradeaus Richtung Bett fahren. Ja, das ist klar. Also das ist jetzt so steil hier. Ach, den Berg. Ja, da bin ich auch drüber gefahren. Das geht. Muss halt so ein bisschen diagonal fahren. Ja, ja, diagonal. Ja, ich bin da auch drüber gekommen. Ich versuch's. Noch geht's hier ein bisschen. Wenn ich weiter nach rechts gucke, da komme ich aber nicht diagonal irgendwie hoch. Also. Okay, das war der freie Fall. Musst du ein bisschen diagonal fahren, dann geht das. Ich fahr gerade eine Steilwand hoch, ey. Also hier ist nichts mit diagonal. Hey, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Nee. Ich stell mich hochkant gerade. Okay. Ah.
Alter Schwede. Ach du Scheiße. Oh, das war zu viel. Bin so tief gefallen, dass es sogar Schaden gab. Aua. Das ist nicht gut. Das sollst du nicht machen. Ja, ich bin da einfach drüber gefahren. Oh, oh Gott. Ja, ja. Total einfach. Ist es auch. Scheiße. Ah. Nutz die Motorbremse, nutz die Motorbremse. Das ist ein Motorrad, kein LKW. Hab ich trotzdem verbaut. In weiser Voraussicht. Motorbremse hast du extra verbaut. Okay. Ja, ja, weil ich wusste, dass du mich hier sonst wo lang führst. Fahr einfach übers Gebirge, das wird schon. Fahr ein bisschen diagonal. Ja, ist ja auch so. So, haben wir hier eine Julekiste irgendwo? Nein. Nee, ne? Wir haben, glaube ich, gar keine persönlichen Kisten eingerichtet. Ja, ich lege einfach in die Allgemeinkiste mal die Bücher rein. Okay. So, ich höre irgendwas watscheln. Was? Solange es nicht dein Motorrad anschmeißt und du hörst, wie es jemand startet, ist alles okay. Ich muss hier draußen irgendwo. Aber wir haben keine Schreierin bisher und wir hatten schon alles gleichzeitig an. Wir haben ja, doch, einmal war eine hier irgendwo. Einmal war eine da. Ja, mein Satz war noch nicht zu Ende. Dankeschön. Möchtest du? Ja, was? Ja, red weiter. Ja, jetzt. Junge, red doch weiter. Also, wir hatten zu Hause, explizit, weil ich das jetzt erwähne, noch keine Schreierin. Wir haben ja auch gebuddelt, wie die Großen. Auch keine Schreierin. Interessanterweise. Und Game Stage ist bei... Was? Wieso hast du so viele Kills? Ja, gemein. 99? Ja. Könnte man eigentlich erwarten, dass da mal irgendwie Tantje vorbeikommt, oder? Ja. Also, die kam doch sonst schon immer früher und hat uns voll auf genervt und ist so auf den Sack gegangen. Ja, das stimmt wohl. Merkwürdig. Also eine war, da waren wir ja am Questen, die kam einfach random angeschissen von irgendwo. Also das war auch ein bisschen komisch. Ich habe die ja bloß vom Weiten mal so schreien hören. Und auf einmal war die da. Das fand ich auch irgendwie total weird. Ja. Mündungsbremse-Mod. Oh, okay. So, da noch ein bisschen Messing da rumliegen. Und dann nehme ich mir jetzt... Achso, ich muss ja warten, bis du einen Zementmischer gebaut hast. Stimmt ja. Ja, aber ein bisschen Beton haben wir doch, oder? Ich glaube nur, 70 Betonmischungen haben wir. Ja, guck doch in die Kiste, dann weißt du es. Ja, ja. Ich habe ja gerade reingeguckt, habe sie mir gerade rausgenommen. Ich nehme mir mal noch hier ich die Pflastersteine raus. Ich eile. Boah, läuft mir die Brühe hier. Ist das hier eine Hitze? Ich habe bestimmt 40 Grad hier in dem Zimmer, gell? Gibt's ja nicht. Hast du das Handtuch nochmal umgehangen? Hast du nochmal nass gemacht? Ich hab das Handtuch hier liegen, ja. Auf dir drauf oder auf dem Tisch? Ja, sicher auf mir drauf. Wo soll's denn sonst liegen? Meinst du, ich lege es auf den Boden oder was? Ja, wer weiß. Und hast du es nochmal nass gemacht? Es ist noch nass. Oh. Okay. Ich muss die Tür noch ein Stück weiter aufmachen, dass Steve mich hier trifft, ey. Ja, mach doch auf. Ist mir jetzt egal. Und wenn es jetzt im Mikrofon ein bisschen rauscht, ey, kann ich nicht ändern. Ich glaube, das hört man nicht. Ich kann gleich meinen Kopfhörer auswringen oder so. Ich glaube, das hört man nicht, Hase. Da bist du ja. War schon hier. Ja, hab ich doch gesagt. Ich dachte, du wärst noch weiter weg. Ich hab mich drauf geachtet. Hui! Ich weiß, dass so die Anzeige oben links, die ist so klein. Die lässt sich ganz blöd lesen. Ach so, warte mal, da war doch noch was mit den Schubstürmen, ne? Ich konnte doch hier Robotikhammer Stufe 4 bauen. Warte mal. Bevor ich jetzt hier anfange umzubauen, schauen wir uns das mal gerade an.
gucken, wie viele Robotikteile wir haben. Eins. Nee, ich habe auch im Moped was und... So, da. Im Moped habe ich auch was. Bräuchten vier. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich den zerlege, ob ich dann ein Teil rauskriege. Die alten. Ja, dann gucken wir mal. Falls wir welche bekommen, dann würde ich uns einen... Ja. Zumindest einen neuen Robotikhammer noch bauen. Ich hoffe, dass das in der neuen Wohnung besser wird, wenn wir da hohe Decken haben, dass die Hitze mehr nach oben ausweichen kann. Ja, aber trotzdem wird die Sonne nonstop draufballern, wenn wir die Fenster nicht etwas abdrücken, beziehungsweise die Balkone. Ja. Da hast du genau den gleichen Effekt. Geht ja nur um die 2-3 Wochen im Hochsommer, die so extrem warm sind. Ja, musst trotzdem machen. Das... Du wirst nicht drum rumkommen. Du musst da entweder einen Schirm, Sonnensegel, was auch immer, musst was machen dort. Das ist sonst echt so heftig. Weil wir haben die komplette Sonnenseite dort, ne? Ja, bei dir wird's ja noch gehen. Ja, bei mir wird's bei gehen. Bei mir, ja, mal gucken, dann kaufen wir uns einen Sonnenschirm und stelle ich mir den davor. Ja, das habe ich schon eingeplant. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, Mann. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, musst du ein bisschen vorausplanen. Ich geh mal dein Moped leer machen. So, hier unten sind die ganzen Batterien. Ich hab die gerade gesucht. Ja, ein Robotikteil hast du. Ja, ne? Shit. Na, gut. Hab ich nicht mehr bekommen. Ja, ist nicht so schlimm. Alles gut. So, Dollarscheinchen. Dollarscheine. Und Zementmischer. 10 Teile. Schraubenfedern. Ich könnte höchstens noch gucken, ob ich zu irgendeinem Elektroladen noch 2-3 Robotikteile krieg. Jupp. Kannst auch mal zum Händler gehen nochmal. Kiste ist ja gut gefüllt. Vielleicht hat die ja auch was. Das könnte man auch machen. Wo ist das Blei? Da ist Blei. Zementmischer. Puh. Achso. Juhu, Garten ist explodiert. Also die Aloe-Creme, die klingt schon ein bisschen eklig. Ja, finde ich auch. Im Inventar. Yep. Die klingt echt, ich mag die auch nicht. Goldruten. Gut, dann nehme ich mir mal hier den ganzen Händler-Stuff. Ja, jo. Fahr mal rüber zu Jen. Trink mal einen Kaffee mit ihr. Jenny, alte Socke. Hier. So. Oh, ich stehe bei Jenny auf der Theke. Mhm. Oh, schöne Aussicht. Okay. Mhm. So, weg, 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 weg.
4000. Nee, sie hat keine Teile da. Noch. Schade. Hat sie nicht da. Tja. Aber eine Nagelpistole für 5900. Toll. Tausammler, Oberflächenabkühlung erhöht die Tausammelrate. Genau. Brauchen wir die noch, ne? Weiß ich nicht. Kein Überblick. Ich habe Wasserfilter. Viele Mods immer gekauft, genau. Ich glaube, den habe ich nicht irgendwo überall rein. Aber das andere war so billig, das habe ich immer gekauft. Ja, den Sammler und die Plane. Okay. Na gut, also Teile hat sie keine. Dann ist das so. Noch 7. Dann fahre ich mal kurz in die Stadt und guck mal, ob ich, hier ist doch vorne irgendwo so ein Elektronikladen gewesen. Jo. Vielleicht ist das Zeug nachgespawnt. Ich habe ja kein Benzin mehr, scheiße. Na naja, gut, dann brauche ich mir jetzt mitgenommen. Hier ein wir haben noch zu Hause. Ja, ist gut. Ich fahre jetzt hier zu Karls Cars und Tank voll. Ach so. Aber wir haben auch noch Benzin da. Ich weiß. Na gut. Weil du bist ja nicht 100 Meter, jetzt die 100 Meter schnell zurückdüsen können. Nee, um ehrlich zu sein, habe ich, glaube ich, genau dafür kein Benzin mehr. Ich wäre eventuell auch zu dir gekommen. Ich weiß. Das Handtuch rutscht die ganze Zeit runter. Ich glaube, es wird langsam trocken. Oh, Achso. Wasser, Kaffee. Kann ich sogar Robotikhämmer Stufe 5. Geil. Na dann. Gerade noch eine Zeitung gelesen und freigeschaltet. So, einen Zementmischer. Zack. Das und das. Und Beton. Okay. Und schon wieder ein Vehicle Adventure gefunden. Ach so, gut. Ja. Ich sag ja nichts dagegen. Ich finde es super. Ich auch. Ich sehe mich schon mit dem Gyrokopter fliegen. Und noch eins. Also wenn das so weitergeht, dann schaffen wir das wirklich noch mit dem 4x4 Truck. Schreitante kommt. Ja dann. Also hat man noch eben drüber geredet. Haben wir eben drüber geredet. So, sag ihr einen schönen Gruß von mir. Kannst ihr ja mal den Baseballschläger zeigen. Die ist im Haus. Ja, dann die ist drauf. Im Haus gespawnt. Die ist nicht im Haus gespawnt, die ist da reingelatscht. Kann ich im Haus spawnen. Wie ist es noch mehr gespawnt? Noch mehr Schreitanten. Sind alle feral. Die Schreitanten. Ja, dann hau drauf. Schieß die. Ja, dann erschieß sie halt. Wo kann die denn hinten rein? Die hat mich nämlich in der Tür eingeholt.
noch ein Vehicle Engine. Oh, ich höre dich bis hierhin schießen. Also hier geht's nirgendwo rein. Ich bin jetzt einmal ums Haus rum. Kann aber nicht im Haus bauen. Ich weiß, aber es ist alles zu. Ich guck gleich nochmal. Oder haben wir keinen Gebietsschutzblock gesetzt? Du hast gerade nicht auswendig. Doch, ich habe einen gesetzt. Ich guck gerade, wo offen ist. Ich guck gerade. Hier ist überall zu. Vielleicht ist sie durch die Tür schon an sich rein, weil die Tür hast du aufgelassen. Aber die hat mich unten lustigerweise eingeholt. Also sie kam dann von der Treppe so die Ecke. So. Jones wieder, weißt du? Was denn mit mir? Da hast du die Tür aufgelassen, Mann. Die Olle ist reingelatscht. Ach, gar nicht wahr. Klar, Mann. Stimmt doch gar nicht. Stein und Lehm. Aber interessanterweise kam die erst, als ich den Zementmischer hingestellt und angemacht habe. Und die hat noch eine gerufen, alle haben im Dunkeln lesen können. Also die andere schreit dann da auch, die jetzt danach kam. Okay. Customer. Looking for a little pain relief? So. Herrlich. 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 Schrauben wir hier noch ein bisschen ab. Guck mal, ich hab schon wieder über 1000 Benzin. Supi! Ja. War die ganze Wüstensucherei, tagelange Rumfahrerei, war alles für die Tonne. Ein bisschen? Naja. Oh. Betonmischung. Könnte man auch kaufen? Geld hätten wir. 900 Stück. Okay. Mhm. Nicht schlecht. Sag ich doch. Ach, eine Knarre hat sie auch. Eine Ritschratschratsche. Also ich hätte noch 4000 Jetons und noch ein paar Sachen zum Verkaufen, falls dir Geld fehlt, falls du irgendwas kaufen willst. Ich habe jetzt ein paar Motoren verkauft, also man kann leider immer nur 4 verkaufen, ansonsten hat die da keinen Bock mehr drauf. Thanks for the business. Ich habe jetzt irgendwie fast 12.000 Jetons. Trader Jen's got what you need. So, Inventar voll, war ja klar. Ein Power-Munition. Schmeiße ich jetzt weg. Oh, ne, warte mal, haben wir noch 3 Papier, die kann man auch wegschmeißen. Oh, noch jede Menge Kisten hier, Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte. Scrapping for fun. Mm-hmm. Tool Stitches. Thank you so much. Hey, hätte ich hier für dich. Ach, selbstgebautes Maschinengewehr Stufe 6. Verdammt! Aber die AK haben wir ja trotzdem. Was da? Eine coole gefunden. Ja. Oh. Eine coole Knarre. Und ein Sturmgewehr und so haben wir ja auch. Achso, ich wollte skillen. Ich wollte das mal. Ja, skill doch mal. Ah, ups. So, eigentlich wollte ich ja, eigentlich einen Elektro laden und ich wollte nur bei Karls Cars voll tanken. Jetzt habe ich das ganze Ding gelootet, ey.
Mist, ey. Für dich jetzt nicht so untypisch? Ja, doch. Mhm. Mhm. Ist so. Willst du damit sagen? Das ist für dich nicht untypisch, das ist halt so. So kenne ich dich. Ja, aber es macht ja auch Spaß zu looten. Das hat doch keiner bezweifelt. Ach, guck mal, ich bin sogar mit meinem letzten Benzin noch bis nach Hause gekommen. GZ? Aber wirklich gerade so. Ja, hast du nicht gesagt, du hast 1000? Ja, ich hab's immer noch nicht reingefüllt. Ja. Jetzt habe ich sie reingefüllt. Jetzt, wo der Sprit aus war, habe ich sie reingefüllt. Mhm. Ja. Ja. Oh, ein Zementmischer läuft hier rum. Echt? Ja. Oh. Ich mache in die Allgemeinkiste wieder was zum Lesen für dich. Ja. Donnerwüchsen, das ist Schrotflinte. Oh, ich habe das andere gesehen. Ach, hier. Okay. Oh. Muss nur wieder was essen. So, das noch darüber in die Medikiste. Und dann gehe ich jetzt gehe ich aber zum Elektroladen. Elektro ja. Ist super. Ja, ich wollte mir doch eine elektrische Modelleisenbahn kaufen. Okay, hier. Dann baue ich, ja, dann baue ich die. Warte ganz kurz, nur ich frage für einen Freund. Bei wem willst du die bezahlen, wenn du dir die kaufen möchtest? Na, hier im Elektroladen irgendwo. Da gehe ich mir die jetzt holen. Und weißt dann baue ich die um die Feralbase drumherum. Dann können die Zombies die ganze Nacht da mit der Elektroeisenbahn spielen. Und genau, und bezahlen, schmeiß einfach ein paar Dollar auf den Tresen. Genau. Okay, guter Plan. Ja. Ja. Ich weiß. Ja. So, hier, guck mal da. Dann machen wir mal hier den, ja, ach ja, Stahlknüppelteil. Soll ich nochmal so Holzspikes und so anschmeißen? Kannst du gerne machen, ja. Warum ja. Nicht? Klar, jo. Wollen wir noch mal ein paar basteln, so, für die nächste Nacht? Ja. Gut. Wo war denn hier der Hauptloot in dem Krempel hier? Vehicle Adventure Buch gefunden, ne? Also, ich sehe uns schon fliegen. Gab's hier keinen Hauptloot in dem Ding hier? Stimmt. Gibt's auch überall. Hast du eigentlich nachgetankt? Ja. Super. Sonst wäre ich nicht von zu Hause weggekommen. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ich frage trotzdem nochmal. Hey. Einfach, weil ich dieses genervte Ja hören wollte. Nochmal Vehicle Adventures. Nase. Hup, schrapp, schrapp, schrapp. War das nicht hier? Muss man da nicht hier runtergehen? Ah, hier ist zum Beispiel so ein Auto schon mal. Gucken wir mal hier rein. Tech Planet. Batterie. Ach ja, hier. Hier steht doch die Kiste. Wenigstens eine Kiste. Oh. Wieder ein drei Wiring-Bücher sind da. Wieso sind da drei drin? Na, weil es geht. Hier ist eine Schreitante. Die wollte auch in den Elektroladen. Ja, jetzt regt sie sich auf. Auf bestimmt Wasserkocher. Weil du. Hä? Jetzt regt sie sich auf, weil du ihr den Kram weggelootet hast. War gar keine Ich dachte, es wäre eine Schreiter. Das war gar keine. Ach so. War so eine andere Tante. Das ist ein Moped. Das liegt hier vorne am Parkplatz rum. Vorbeigefahren? So. Also ich würde gerade tanken, Mann. Ey, ich wollte nur tanken. Unfassbar. So.
Jugend, ey. Nichts mehr los mit der Jugend. Super frech vor allen Dingen. Last Units for Sale. Da ist wieder Pass and Gas. Laundry. Ein riesengrüner Baum hier einfach so drin steht. In dem verbrannten Gebiet, ey. Daycare, Private Parties. Beavers. Ich weiß gar nicht, was ist denn Beavers? Das ist auch so ein Restaurant scheinbar. Hase? Ja? Hattest du nicht beim Händler hinten Bäume gepflanzt? Oder haben wir die alle abgeholzt? Komplett? Nö, die müssten beim Händler, also beim Händler vorbeifahren einfach. Ja, ja. Sind die nicht da oder was? Nee, hier sind einige Bäume, aber die sind alle tot. Okay, interessant. Also die ganzen grünen Bäume, die ich noch ein paar Folgen zuvor auch gesehen habe, sind weg. Das ist komisch. Ich sehe hier nicht einen grünen Baum. Aber den da vorn, bei uns daheim, der steht ja auch noch. War doch auch gepflanzt. Vielleicht durch den Patch. Vielleicht ist das dadurch irgendwie... Ja, das wäre natürlich... Zerrissen worden. Das wäre ja kacke. Die haben ja mit den letzten 2-3 Patches, da haben sie ja richtig toll Kacke gemacht. Ja, muss man gut, Honig trinken, ich bin ja infiziert, sehe ich gerade. Was denn? Nix! Was gibt's alles denn da zu lachen? Nix! Ich lach einfach. Lass mich doch lachen! Na dann lach. Ja. Mach ich auch. Ja, mach mal. Dafür lese ich jetzt das Handyland-Magazin für dich. Ja. Da habe ich kein Problem mit. Oh, ich pflanze mal neue Bäume. So, hier ist noch so ein Mo Super Electronic Store. Scheint auf jeden Fall nachgespawnt zu sein. Müssen wir hier nur noch die Kisten finden. Oh, Bauplan beschwerter Kopfmatt. Der Sound, wo in dem Baum umkracht, ist auch ein bisschen weird. Das hört man dann zweimal. Ja, ja. Also er fällt nochmal nach, wenn er schon liegt. Hey, 2 Robotikteile gefunden. Oh, geil! Gibt's das? Braucht es nämlich eh nur 4 oder so? Ich brauchte 4 Teile, ja. Na dann? Für einen Robotikhammer. Ich bin jetzt, hab mich jetzt hier hochgewuselt auf das Ding. Ja, aber wenn wir einen richtig guten dabei haben, ist so in Ordnung. Da könnten wir dann auch hier brennende Schaffmut oder so reinballern, ne? Da kannst du ja Mods reinmachen. Ja. Ja, kann man machen. Naja, ich kann die bauen, die brennende Schaffmut. Du glaube ich auch, ne? Nee, du hast die uns gebaut. Hatte ich die gebaut, okay. Du hast die uns gebaut. Gut, dann komme ich jetzt zurück. Ja. Ich komme zurück. War hier nicht noch ein Werkstattwagen? Oder hatte ich denn hier auch schon gelootet? Ja, doch gelootet. Okay. Was denn?
der Baum ist gerade umgefallen. Dann ist er ungefähr 50 Meter in die Höhe geflogen, an dem Baum Kronen oben so hin und her gezappelt und geglitscht. Und dann ist er nochmal runtergefallen. Ach so. Das kommt vor. Was ist hier denn, Frau Ludolf oder was? Ui, guten Flug. Kommst du denn auf Frau Ludolf? Weil ihr hier über einen Schrottplatz habt. Ach so. Wie viele Fallen hatte ich denn das letzte Mal? 100? Wir hatten 150 gemacht. Du hattest 75 und ich hatte 75. Ah, okay. Dann hatte ich dir die gegeben und dann... Ja. Oh. Was denn jetzt? Oh. Was ist denn jetzt? Oh. Mein Moped hat irgendwie aus der Kurve geschlittert und hat sich unter die Leitplanke gekeilt. Oh, kenn ich. Und war da am Rumwabbern. Ja, und ich habe das da nicht rausgekriegt. Ich hab's auch nicht rausgekriegt. Ich hab die Leitplanke schnell weggekloppt gerade. Gut. Ja, du kriegst das da nicht mehr weg. Das glitscht sich so krass drunter und zappelt dann und dann ist vorbei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Na dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch so ein bisschen erstmal wegräumen. Das klang normal. Okay. Blöde ist, weil die Bäume alle jetzt verbrannt sind, haben die auch nur 900 Trefferpunkte anstatt 1200. Hm. Na klar. Okidoki. Dann, achso, die habe ich ja sogar schon da verfolgt. Ist ja noch besser. 4 Robotikteile. 160 Eisenbarren. Da brauchen wir noch 40 von den Federn. Und 40 Klebeband. Ja, 12 haben wir und 25 Kleber. So, machen wir da schon mal Klebeband draus. Klebeband. Ja. Und dann nehme ich mir noch die Knochen da raus. Und gehe mal Kleber kochen. Kann ich wenigstens sagen, ich habe auch was gekocht. Lecker. Kleber. Mm. Ja. Achso, brauchen wir noch Wasser für, verdammte Scheiße. Ja, also es wäre schon ganz gut, wenn man noch irgendwo drin die Knochen einkocht. Ja, Schittekack. So. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt noch ein paar neue Bäumchen da gepflanzt, aber ich glaube, das wird genau das gleiche in grün. Sie erst etwas grün sind und dann, ja, keine Ahnung, verrotten. Ja, ich weiß auch nicht. Also kommt mir auch ein bisschen merkwürdig vor, ehrlich gesagt. Hm.
Ach, hier sind noch deine Penner-Eintöpfe im Feuer. Die will ich aber nicht abbrechen. Die Brich die ab. Die ja nicht anschmeißen. Ja, aber dann kriegst du Wasser. Sprich sie ab. Wir haben genug zu essen. Das ist ja gut. Danke. Wenn ich auch durch den Loch sage, brich sie ab. Was ist das? Was denn? Was denn? Ja, ja. Hä, hey, ich hab ganz freundlich gesagt, brich sie ab, Mann. Ja, ist ja gut. Ich jetzt. Achso, ach so, wir machen eine kleine Szene. Achso. Warte mal, ich hier das repariere. Okay. Dann muss ich jetzt hier beim Futter, da kommt dann das Gammelfleisch rein, die Kartoffeln, den Mais, das Fett. So, das sind dann 13 Minuten, also muss hier noch was dabei. So. Oh, Käse. Dann kann ich den Robotikhammer. Ich könnte sogar einen Sechser bauen. Könntest auch einen Sechser bauen. Mach doch. Mach ich auch. Was hindert Sie daran? Nee, ich brauche doch nur einen Fünfer. Dann brauche ich statt 40 Klebeband 60 Klebeband. Oh. Nee, da machen wir nur einen Fünfer. Was fehlt denn da jetzt noch? Hä? Wieso steht da jetzt 50 Klebeband? Ich muss eben verlesen. Na gut, vielleicht mache ich doch einen Sechser. Überlege ich mir bis zur nächsten Folge. Okay. Sieht denn das hier aus? Ah ja. 2000 Betonmischungen. Ja, das ist doch cool. Das ist doch schon geil. Da kommt doch schön was raus. Gut, dann, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge dann vermutlich das große, super extra lange Finale. Maybe. 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 Okay. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.